Frederik Rønhoff, 1. FC Union Berlin. Hallo Unioner, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor dem Heimspiel gegen die Eintracht Frankfurt. Bei uns heute zu Gast Frederik Rønhoff, unsere Nummer 19 und Stadtmeister. Ja. Hallo Freddy, herzlich willkommen bei uns im Studio. Bevor wir beginnen, wie geht's dir denn und wie war das Training heute? War gut, ein bisschen schwer, aber das ist immer gut. Sonne ist da jetzt und die Platz ist super. So ja, ich bin froh. Der Platz ist super. Das hören wir auch selten, muss ich sagen. Ja, hören wir aber diese Woche war schon gut. Gut, Lob an die Greenkeeper geht raus. Freddy, nach dem Wochenende startet man nochmal mit mehr Motivation in die Woche, oder? Klar, ja, das war Wahnsinn. Eine für mich große Erfahrung, war wirklich eine super Stimmung. Und ja, mit unseren Fans nach dem Spiel hat gefeiert. Das war wirklich ein super Tag, muss ich sagen. Ich fand auch, das war für alle rundum gelungen. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch dabei zuzusehen. Ja. Da war einmal ein Platzfehler, ne? Ist einmal ausgerutscht. Ja, genau, der Platzfehler. Sehe ich auch so. Freddy, Heimspieltagsinterview heißt immer, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Wir wollen auch ein bisschen wissen, was macht Frederik Rønhoff eigentlich so neben dem Platz, wenn er nicht hier bei uns im Stadion ist. Ja. Aber vorher würde ich gerne mit dir einen Blick auch auf deine Fußballkarriere werfen. Und ganz kurz fangen wir aber mit 5 kurzen Fragen zum Einstieg an. Okay. Freddy, rot oder blau? Rot. Sehr gut. Essen gehen oder lieber selber kochen? Selber kochen. Hast du eine Lieblingsserie oder einen Lieblingsfilm? Habe ich ja, aber Lieblingsserie. Was habe ich schon gesehen? Ich habe schon gesehen diese Last Dance mit Chicago Bulls und das war, muss ich sagen, war super. Interessierst du dich auch sonst für Basketball? Nee, oder? Nee. aber es ist nur um diese Mentalität für die Top-Spieler da, war wirklich ich habe einen sehr guten Eindruck da. So, das war eine gute Serie. Ich habe gelesen, deine Schwester ist, glaube ich, so Filmkritikerin, ja, genau, oder? Ist das richtig? Genau, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja, habe ich im Internet. Man hat nicht allzu viel erfahren, aber so ein bisschen ein paar Sachen konnte ich lesen, dass sie Filmkritiken schreibt. Ja. Ja, immer wenn ich einen Film geguckt habe, dann und ich nicht alles verstehe, dann schreibt ihr. Ich immer, hey, was war das in dieser Szene und so. Das ist super, das ist schön. Das waren jetzt schon viel zu viele Fragen, aber die wollte ich eigentlich gar nicht stellen. Hast du schon einen Lieblingsort in Berlin? Und wenn nicht, wo wäre denn dein Lieblingsort in Dänemark? Ich habe viel. Ich habe mein Stammcafé oder so. Sophie ist eine dänische Freund, hat diese. Und das ist, muss ich sagen, super mit Pastries, weiß ich nicht, wie man sagt, und alles. Und ja, generell für mich, Berlin ist einfach nur eine schöne Stadt. Ich habe meine Fahrrad, Christiania Bike mit einer großen Box nach vorne. Ich fahre mit meinem Sohn und Frau da. Also ja, wir lieben diese Stadt. Schön, das freut mich. Und wo wäre dein Lieblingsort in Dänemark? Ja, genau, Kopenhagen, muss ich sagen. Das ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja. Was würdest du sagen, war dein schönster Fußballmoment bisher? Total. Natürlich meine erste Spiel für Nationalmannschaft, aber die mit meist, wie sagst du, Emotionen, war in Frankfurt. Ich habe 3-0 gewonnen gegen Leverkusen, aber die Tage vorher war mein Sohn Geburt und das war einfach, diese Tage war so emotional für mich und meine ganze Familie. Und dann habe ich gespielt für 24 Stunden Nacht. Die Geburt für meinen Sohn und war einfach, ich habe ein gutes Spiel gemacht und die ganze Stadion hat meinen Namen geschrieben und so. Das war auch ein sehr guter Moment. Das klingt gut. Ja. Freddy, das waren die 5 kurzen Fragen. Ja. Bevor du uns ein bisschen was erzählst, was du in deiner Freizeit treibst und was du mit deiner Frau gerne machst, wie gesagt, einmal ein Blick auf deine Karriere. Du bist 2018, bist du nach Deutschland gekommen. Ja, vorher stimmt. Hast du einige Jahre schon in Dänemark gespielt. Ja. Woran erinnerst du dich dann gerne zurück an die Zeit in Dänemark? In welche Verein oder? Allgemein gibt es so. Ja, ich mag Kopenhagen sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein schönes Stadion. Ich hatte 3 Jahre da gewohnt in meiner Zeit in Brøndby, Kopenhagen.
Und das ist einfach für mich wirklich Heim. Und ja, meine Schwester wohnt auch da und so. Das ist unsere Base, wenn wir nach Hause sind. So, ja. Du hast fast die komplette Jugend beim AC Horsens, genau. Oder eigentlich die komplette Jugend beim AC Horsens gespielt. Das ist auch dein Heimatort? Ja, das ist. Nach einer Saison bist du, entschuldige mich, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Esbjerg. Esbjerg, genau, ja. Da warst du eine Saison und bist dann wieder zurückgekommen in die Heimat. Ich habe auch gesehen, du bist zusammen mit Jakob dort zum AC Horsens gekommen. Ihr habt euch aber nur ein halbes Jahr, oder? Ja. Wart ihr zusammen dort? Ja, in dieser Zeit hatte ich eine Verletzung. Ich war ein Jahr komplett draußen von Fußball mit Patella-Problemen. Und dann, ja, ich war dieses Jahr in Esbjerg ausgeliehen und dann komme ich wieder zurück und dann war Jakob da und er war meine Konkurrentin unter 21-Mannschaft und so. Aber ja, er ist ein super Typ und ja, wir reden auch ein bisschen auf diese Zeit miteinander. Hast du Jakob eigentlich kontaktiert, als du das Angebot von Union bekommen hast? Ja, habe ich ja. Und was hat er so erzählt? Nee, er hat einfach nur gesagt, das ist eine gute Verein und ja, hier ist schön und ja, natürlich für ihn ist auch gut mit noch einer Däne, können wir ein bisschen in Training reden auch, so, ja. Ist immer ein bisschen interessant, das hatten wir auch schon mit Sebastian Andersson. Wenn du und Jakob, logisch, ihr seid beide Dänen, ihr sprecht schon dieselbe Sprache, aber wenn ihr euch mit Julian unterhaltet, ich glaube, ihr sprecht alle auf eurer eigenen Sprache, aber ihr versteht euch trotzdem. Ja, ich glaube, Julian versteht uns, aber ich habe ein bisschen Probleme mit dem, so ich sage einfach ja und dann so, das ist super, nee, das funktioniert super. Wie schon gesagt, 2018 ging es dann nach Frankfurt, nach Deutschland. Ja. Jetzt ist Dänemark nicht super weit weg von Deutschland. Sicherlich trotzdem eine Umstellung, nach Deutschland zu kommen. Ja. Wie war das? Also war es eine große Umstellung für dich? Oder? Ja, das war natürlich, der Fußball hier ist viel größer. Und ich habe eigentlich, glaube ich, im April meinen Vertrag unterschrieben. Und dann fing ich an nach der Weltmeisterschaft. Und hatte meine erste Training, ich eine Verletzung. Und ja, das war, wie sagt man, symptomatisch für meine Zeit. Die erste Jahr in Frankfurt war sehr schwierig. Nach drei, vier Wochen mit Verletzung, dann kommt Kevin Trapp und dann hatte ich nicht so viel gespielt. Aber ich sage immer, wenn du ein bisschen, wie sagt man, das ist eine schwere Zeit für dich, dann musst du alles, was du kannst, machen zu einer positive Stimmung und die Beste, was du machen zum eine gute Entwicklung und so. Die erste Jahr war schwierig, aber ich glaube, ich hatte danach gerne eine sehr gute Zeit da. Du hast es gerade selbst gesagt, du hast wenig gespielt. Ja. Zwei Spiele in der Liga, zwei im Pokal waren es, glaube ich. Aber nur eins, wie war der Aber alle erste. Gewonnen. Ja, glaube ich, ja. Top. Schon, ja. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen dem dänischen Fußball und dem deutschen Fußball? Oder gibt es da überhaupt Unterschiede? Ja, klar, Qualität. Muss ich sagen, dass es hier ist die Qualität ist einfach besser. Und natürlich auch mit den Fans und so, alle außen von dem Verein mit Platz und Facilities, sagt man. Die ganzen... Ja. Ja, aber in general ist alle einfach größer. Und das habe ich auch erlebt zum Anfang. Würdest du sagen, daraufhin, dass du ja nur so wenig Spiele in deiner ersten Saison gemacht hast, hast du den Schritt bereut jemals oder war das doch für dich persönlich der richtige Schritt? Das ist immer schwer zu sagen. Ich habe immer, wenn ich einen neuen Verein kommt und gewechselt hat, dann will ich Nummer eins und ich will spielen, aber das ist auch ja, manchmal schwierig. Wie sagst man, Plan war, dass ich zum Eintracht Frankfurt gekommen habe als Nummer eins, aber dann Verletzung und so. Das ist Fußball und dann musst du ja, einfach nur hart arbeiten und probieren, alles zu geben. Und das, glaube ich, habe ich auch gemacht. In der zweiten Saison waren es dann schon ein paar mehr Einsätze, unter anderem
habe ich recherchiert, im DFB-Pokal. Witzigerweise waren eure Gegner Waldhof Mannheim, FC St. Pauli und RB Leipzig. Ja, ja. Und ihr habt gegen RB gewonnen. Ja. Nehmen wir nochmal? Ja, klar. Hoffentlich. Freddy, die nächste Saison war dann Schalke. Ja. Dort warst du zusammen auch mit Bastian Utschipka. Basti war vor ein paar Wochen hier beim Interview und hat gesagt, nach seiner Zeit, nach der letzten Saison bei Schalke, hatte er erstmal keine Lust mehr auf Fußball. Ja. Ging es dir auch ein bisschen so? Ja, ich weiß nicht, keinen mehr, aber er hat recht. Das war eine sehr schwierige Saison, muss ich sagen. Auch für mich persönlich. Ich war der am Anfang als Nummer eins und dann es ist immer schwer mit neuen Trainer und so. Und dann, ja, von einem Tag zum anderen war ich Nummer zwei für die nächsten 6 Monate. So, dann verlierst du natürlich Motivation. Und das habe ich auch gemerkt, wirklich. Dann, für mich persönlich, habe ich eine große Erfahrung mit der Europameisterschaft hier, wo ich wieder okay zurück und die wie sagst man, gute Zeiten auf Fußball gesehen hat. So, ja, aber war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Du bist dann Anfang der Saison zu uns gekommen, was uns sehr freut. Ja. Darüber sind wir sehr glücklich. Du bist jetzt in 9 Partien wettbewerbsübergreifend zum Einsatz gekommen. Wir haben keins verloren. Ja. Aber was ich eigentlich viel erstaunlicher fand, du musstest 2 Jahre lang wieder auf einen Sieg warten. Ja, das stimmt. Die 2 Jahre davor in allen Partien, wo du zum Einsatz gekommen bist, also ihr habt nicht alle Spiele verloren, ihr habt auch unentschieden gespielt, aber auf einen Sieg im Tor musstest du 2 Jahre lang warten. Ja. Wie erlösend war das Gefühl? Ja, das war, das war sehr gut, muss ich sagen. Das war nach Gladbach. Und ja, natürlich, okay, ich habe nicht jeden Spiel gespielt, aber ja, das war... Was ich früher gesagt habe, letztes Jahr war schwierig. Und auch hier die ich sag's mal, einfach Anfang, wie sagt man, der Start hier war natürlich auch ein bisschen schwierig für mich, weil Andi hat viele Spiele gespielt, ja, und ich habe nicht so viele, aber nach dem Gladbach-Spiel war für mich, dieses Gefühl habe ich vermissen, so, ja. Das war super. Ist es ein Spiel, was man dann lange in Erinnerung behält? Ja, will ich sagen, aber Fußball geht schnell, das musst du immer weiter zum nächsten Spiel. So, ich habe die nächsten 2-3 Tage ein gutes Gefühl und dann weiter. Freddy, unser erstes Ziel, die 40 Punkte zu knacken, haben wir geschafft. Ja. Das weit vor Ende der Saison, was eine beachtliche Leistung ist. Jetzt gehen wir aber schon auf den Saisonendspurt zu. Wie sehr freust du dich noch auf, also wir haben aber noch viele Höhepunkte. Ja. Wie sehr freust du dich jetzt auf die nächsten Spiele? Und viele. Ich muss sagen, ich bin sehr, nicht überrascht, aber für was wir gemacht haben hier in diesem Verein. Ich muss sagen, wir holen viele Punkte und wir machen sehr gut und alle für die ganze Mannschaft gibt alles. So, ja, muss wir einfach nur weiter so machen und dann hoffentlich habe ich viele mehr Punkte. Es wird häufig darüber gesprochen, was das Geheimrezept ist von Union Berlin, so erfolgreich zu sein. Ja. Was würdest du denn sagen? Hart arbeiten und alle Spieler macht alles für die ganze Team, die ganze Mannschaft. Alle weiß genau, was wir machen sollen. Wir hat viele taktische Training und aber unsere Organisation und alles ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Und keines, wie sagt man, über die Mannschaft hier alle steht zusammen und für mich das ist glaube ich, das ist, warum wir so gut machen. Ich habe diese Woche mit Michak Spurning gesprochen. Und habe gesagt, es ist mir wieder aufgefallen, jetzt am Wochenende im Derby, was du für, also Andi Luthe, da haben immer alle gesagt, der strahlt unfassbar viel Ruhe aus. Hm. Ja, so ganz ruhig. Jetzt, du toppst es irgendwie. In meiner Empfindung hast du, also Andi Luthe hat einen Ruhepuls von 20, du hast einen von 0 gefühlt. Macht es nur den Anschein oder bist du wirklich, wirklich auch so entspannt im Tor? Ich will sagen, nach langer Zeit ohne Spielpraxis, dann
dann brauchst du ein bisschen Rhythmus. Aber jetzt habe ich auch das Gefühl, ich habe große Vertrauen in mein Silber und meine Qualität und dann freue ich mich einfach nur auf das Spiel. Und ja, das ist meine, ich sag's mit meine Mentalität. Und dann, ja, du kannst einfach nur das Beste was machen und dann hoffentlich das reicht. Bisher hat es auf alle Fälle gereicht. Ich meine, 9 Spiele, keins verloren. Das ist eine Statistik, die lässt sich sehen. Ja. Ja, und es waren jetzt auch nicht so viele Gegentore. Wie gesagt, das am letzten Wochenende, das war eindeutig ein Platzfehler. Genau. Kann ja auch keiner ahnen, dass Baumi dir das Ding noch reinhaut. Nein, ja, aber wir reden nicht mehr auf diese Tour. Freddy, jetzt bist du schon ein paar Wochen bei uns. Du hast schon erzählt, Berlin ist eine sehr schöne Stadt für euch. Habt ihr euch schon richtig eingelebt oder gewöhnt ihr euch noch ein bisschen an Berlin? Ja, ja. Für mich, das ist natürlich für den Fußball hier war ein Grund, dass ich hier gekommen hatte, aber auch für die Stadt. Und das ist einfach nur so viele, wie sagst du, Historie, so viele schöne Lagen und so. Und wir freuen uns nicht nur ich, aber für meine ganze Familie auf diese, ja, Stadt. Kopenhagen, Frankfurt, Berlin, alles schon relativ große Städte. Gut, im Verhältnis zu Berlin sind die anderen beiden Städte dann natürlich etwas kleiner. Aber kannst du trotzdem große Unterschiede erkennen zwischen den Städten? Ein bisschen, ja. Natürlich, Berlin ist größer. Aber für mich sitzen Kopenhagen und Berlin ist beide international mit viele Leute, nicht nur für in Kopenhagen, für Dänemark und hier für Deutschland. Das ist für alles und ich mag das. Das ist einfach für die Kultur und so, ist super. Und du siehst, okay, viele different, wie sagt man? Unterschiede. Leute und das mag ich. Und ja, generell war ich glücklich mit dieser Stadt. Freddy, du hast es selber gesagt, lieber selbst kochen. Mm. Ich habe auch gesehen, du kochst auch gerne. Ja. Frankfurt hat mal mit dir zusammen ein Video gemacht, wo du Risotto gekocht hast. Ja, stimmt. Ist das dein Lieblingsessen? Oder? Risotto? Ja? Nee. Was isst du am liebsten? Boah, ich mag alles. Aber ich mag Italienisch, aber auch Oldschool-Dänische. Und ich mag einfach Essen. Das ist eine große Interesse für mich. Auch jetzt habe ich meinen Sohn auch dabei in die Küchen und so. So ja, das ist eine Hobby für mich und das mag ich viel. Machst du die Küche danach selbst sauber oder macht das deine Frau? Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Antwort, wenn du mir fragst oder meine Frau. Das ist, 50-50. Ja. Wäre das, wenn du kein Fußballer geworden wärst, wäre das eine Option gewesen, Koch zu werden? Nee, glaube ich. Vielleicht, das ist immer schwer zu sagen. Ich bin einfach nur froh, dass ich kann auf diese leben, weil das ist für mich der beste Job in der Welt. Das ist immer schwer zu sagen. Aber für mich, ja, das ist eine. Ich habe ein großes Interesse für das und vielleicht, ja. Hast du dann mal einen Berufswunsch als Kind gehabt, was nicht Fußballer gewesen wäre? Nee, glaube ich nicht. Nee. Zum Glück. Hat ja auch geklappt. Von daher nicht der Rede wert. Ich habe auch gesehen, dass du Klavier spielst. Ja. Als erstes dachte ich, okay, passt super zu Freddy, weil es ist was Ruhiges. Klavier ist ja eher ein sehr harmonisches Instrument. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal. Also als Torhüter ist man, also wenn ich mir Andis Hände manchmal angucke, die sind alle, da sind alle Finger krumm und schief. Ja. Ist es nicht... Hast du meine Körper gesehen? Nicht? Ich habe keine Muskeln und so. Du siehst hier, das ist kein Problem. Wie kam es dazu, dass du, hast du als Kind schon Klavier gespielt? Ja, ich komme aus einer Familie mit viel Musik. Das ist in Deutsch. Mein Vater spielt Bass und ich habe immer ein Klavier und ich glaube für mich war die Anfang eigentlich Saxophon, weiß ich nicht. Ja. Aber am Ende war nicht so cool in die Schule mit dieser großen
Kasse da zu gehen und dann ja, fing ich an mit Klavier und ja, jetzt habe ich auch eine zu Hause, in unser Zuhause und ja, ich spiele ein bisschen. Spielt Sarah auch Klavier? Nee. Sie hört gerne zu? Ja, ich spiele ein bisschen, aber ich habe meinen Sohn gelernt, wann sie fing an, dann muss wir sagen. Das. Ja, nee. Stimmt, ist für Kinder sehr interessant, so ein Klavier, oder? Ja, das ist. Und für mich, das ist auch ein Ziel, dass mein Sohn ich natürlich das auch machen, weil ich habe gespürt für mich, wie große Interesse und so, das ist, ich sag's mir, natürlich für mich, um Musik zu spielen. Fred, ich habe es vorhin schon gesagt, Andi, sehr ruhig, du strahlst auch eine absolute Ruhe aus, wirkst auch als Typ total ausgeglichen. Ist es etwas, was du dir selbst als Charaktereigenschaft auch zuschreiben würdest oder bist du eigentlich im Privaten ganz anders? Nee, weiß ich nicht. Ich bin ruhig, aber ich glaube, meins ist auch, weil mein Deutsch so schlecht ist, dass ich nicht so viel sage. So ein Blödsinn. ja, das weiß ich nicht. Ja, nein, aber ich mag auch Spaß zu machen und so. Und ja, aber ich glaube, ich habe Ruhe in mir selber, wie sagt man? Ja. Und ja, das glaube ich, das ist ein gutes Ding. Was kann dich dann aus der Ruhe bringen? Wo kann man dich mit mal aus der Ruhe bringen? Oder gibt es da gar nichts? Nee. Ich habe nicht immer so viel. Ich sag's mal, Patience, Geduld, ja. Das ist Geduld, ja. Aber das, ja, jetzt kann ich nicht sagen, genau was. Eine Gegentor, dann bin ich sauer, so, ja, vielleicht. Okay, das ist ja auch gut so. Häufig habe ich schon gelesen in der Presse, dass man dir vorwirft, dass du emotionslos seist. Findest du das selbst, dass du wenig Emotionen zeigst? Vielleicht auf dem Platz, ja, aber ich bin sehr emotionell als Typ, aber das weiß ich nicht. Für mich, das ist nicht immer eine Parade zu feiern oder so. Dass ich mag, was ich will und das ist, ja, das ist einfach, ja. Ich glaube, das ist nicht, was ich, okay, diese Richtung muss ich machen und so, das ist einfach natürlich für mich, was ich mag und so. Ich bin nicht immer diese... finde ich auch nicht schlimm. Das geht auch. Ich finde auch nicht, dass du emotionslos bist. Ich habe mir die Bilder vom Wochenende nochmal angeguckt. Ja. Und wer da keine Emotionen sieht, der muss auf beiden Augen blind sein. Ja. Freddy, jetzt haben wir schon ein bisschen Thema Freizeit angeschnitten. Ja. Erzähl uns doch mal, wie sieht denn so ein typischer freier Tag bei dir aus? Fängt an mit einem guten Kaffee zu Hause und dann ja einfach nur ein bisschen spielen mit meinem Sohn und dann auf dem Fahrrad und ja Frühstück gegessen und Spielplatz und ja, das ist eigentlich Family-Zeit, das ist das Wichtigste für mich. Am Abend ein bisschen gucken oder vielleicht zum Essen gehen, das ist super. Das klingt nach einem sehr entspannten Tag. Oder ist dein Sohn gar nicht so entspannt? Doch, ist er schon? Ja. Ja, okay. Ja. Freddy, bevor wir dich in die zweite Trainingseinheit schicken, weil es wird heute noch trainiert, weil auch gegen Frankfurt sollen natürlich wieder Punkte auf dem Punktekonto landen, ist immer die letzte Frage, die stelle ich jedem, ob du den Unionern, also den Fans, noch etwas sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe. Noch einmal? Ob es irgendwas gibt, was du ihnen noch sagen möchtest, wonach ich dich aber gar nicht gefragt habe. Also irgendwas, keine Ahnung. Nein, das glaube ich nicht. Nee. Nein, hast du nicht. Okay, hätte ja sein können, dass du mal irgendwas erzählen wolltest, was dich noch nie jemand gefragt hat. Und jetzt will ich es mal sagen. Ja. Ich mag, keine Ahnung. Nein, alles gut. Keine blauen Schuhe zum Beispiel. Ja. Ja, Freddy. Und auch, Nadja hat es vorhin schon angeteasert, als wir hier reingegangen sind, sie hat die Fotowand noch nicht erweitert. Du musst dich natürlich trotzdem verewigen auf der Fotowand und deswegen gebe ich dir das Handy. Ja, und dann musst du ein Selfie machen. Okay.
So. Kurz und schmerzlos. Ja. Freddy, vielen Dank, dass du heute Danke bei dir. Uns warst. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und so viel, wie du heute gelächelt hast im Interview, da soll noch mal einer sagen, dass du emotionslos bist. Das ist absoluter Schwachsinn. Maximalen Erfolg am Sonntag. Danke dir. Für dich ein sehr besonderes Spiel auch. Ja, klar. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja. Und hoffe aber natürlich trotzdem, dass die Punkte bei uns bleiben. Klar. Ich auch. Und eine schöne zweite Trainingseinheit, die hoffentlich nicht mehr so anstrengend ist. Nein, hoffentlich nicht.